Nach der überraschend positiven Rückmeldung auf mein Video über den Frankfurter Bahnknoten habe ich beschlossen, das Ganze noch etwas zu ergänzen. In diesem Video schauen wir uns nämlich jetzt zum einen weitere Knoten in der Frankfurter Umgebung, zum Beispiel in Mainz oder Darmstadt, an. Vor allem soll es aber dann auch um die verschiedenen Fahrtmöglichkeiten im Großraum Rhein-Main, insbesondere im Hinblick auf Güterverkehr, geben. Denn schließlich kann man nicht nur verschieden durch, sondern auch verschieden um Frankfurt fahren. Viel Spaß beim Anschauen. Zunächst schauen wir uns wieder wie beim letzten Video die Grundbedingungen an. Zählt man nur die elektrifizierten Hauptstrecken, verlassen 9 Strecken das Rhein-Main-Gebiet. Bis auf die Schnellfahrstrecke nach Köln, auf der ausschließlich ICEs zugelassen sind, und die Main-Lahn-Bahn nach Hamburg, auf der nur sehr wenige Güterzüge fahren, herrscht auf allen Strecken reger Güterverkehr. Nach Nordwesten führt die linke und rechte Rheinstrecke über Koblenz nach Köln. In den Norden gelangt man über die Main-Weser-Bahn gen Kassel, ebenso wie über die Kinzigtalbahn gen Fulda. Von beiden Strecken aus gelangt man aber nicht nur in den Norden, sondern auch nach Ostdeutschland. Ebenfalls gen Süden, allerdings nach Südosten, führt die Main-Spessart-Bahn über Würzburg in den bayerischen Raum. Zuletzt gibt es noch die Strecken nach Süden in den Rhein-Neckar-Raum. Alle diese relevanten Güterstrecken werden ringartig miteinander verbunden, sodass Güterzüge Frankfurt umfahren können. Und genau das ist, wie schon angesprochen, die Quintessenz dieses Videos. Und deshalb schauen wir uns diesen Ring genauer an. Wir starten in Wiesbaden, wo sich die aus Koblenz kommende rechte Rheinstrecke hinter dem Bahnhof Wiesbaden-Biebrich aufteilt. Zum einen kann man zum Wiesbadener Hauptbahnhof, zum anderen direkt nach Wiesbaden-Ost fahren. Die Strecke zum Hauptbahnhof überkreuzt sich kurz darauf selbst, sodass vom rechten Rhein kommende Züge quasi links in den Hauptbahnhof einfahren. Das hat den enormen Vorteil, dass nach dem Fahrtrichtungswechsel rechts weiter nach Frankfurt gefahren werden kann, ohne durch den halben Bahnhof kreuzen zu müssen. Dies wird von der RB10 Frankfurt-Neuwied planmäßig praktiziert, die nur so kreuzungsfrei in den Wiesbadener Taktknoten integriert werden kann, sodass solche Dreifacheinfahrten, wie hier gerade zu beobachten, möglich werden. Zusätzlich startet am Wiesbadener Hauptbahnhof übrigens auch eine Strecke, die zur Neubahnstrecke Frankfurt-Köln führt, von welcher wiederum nach einigen hundert Metern auch die Ländchesbahn nach Niedernhausen abzweigt. Wir schauen uns aber die Strecke in Richtung Frankfurt und Mainz weiter an, die in Wiesbaden-Ost auf die Gütergleise trifft, dort aber noch nicht verzweigt, denn neben den 4 S-Bahn-Bahnsteigen an der Personenstrecke liegen für den Güterverkehr extra Gleise inklusive Ausweich- bzw. Überholgleise. Die Personenstrecke teilt sich hier kreuzungsfrei auf nach Frankfurt und Mainz. Weiter gen Frankfurt verkehren auf den äußeren Gleisen die Linien RB10, S1 und S9. Und nach Mainz auf den inneren Gleisen sind die Fernzüge die S8 und die RB75 unterwegs. Auch die Gleise des Güterverkehrs teilen sich auf, allerdings nicht kreuzungsfrei, denn die meisten Güterzüge fahren ohnehin nicht nach Mainz, sondern zunächst gen Frankfurt weiter. Diese Gleise in Richtung Frankfurt treffen dann kreuzungsfrei mit den Personengleisen zusammen, sodass eine gemeinsame zweigleisige Strecke entsteht, die dann weiter zum Bahnhof Kastell führt. Bei den Gleisen in Richtung Mainz zweigen zunächst nur die Gleise für die jeweilige Richtung zusammen und bilden quasi zwei eingleisige Strecken. Warum, werden wir gleich noch sehen. Denn zunächst gibt es jetzt einen Sprung auf die andere Rheinseite, denn auch die linke Rheinstrecke hat einen starken Zugverkehr aufzuweisen, der aufgeteilt werden muss. Genauso wie auch in Wiesbaden-Biebrich am rechten Rhein ist der erste Abzweig des Knotens vom linken Rhein her, der sich hier in Mainz-Mombach befindet, nicht kreuzungsfrei. Die Hauptstrecke führt samt aller Regional- und Fernzüge zum Mainzer Hauptbahnhof. Da die Güterzüge natürlich den Mainzer Hauptbahnhof und das insbesondere auch vor dem viergleisigen Ausbau ziemlich große Nadelöhr des Mainzer Tunnels möglichst umfahren sollen,
auf der linken Rheinseite aber aus topografischen und baulichen Gründen schon immer weniger Platz vorhanden war, wechseln die Güterzüge bzw. die Mainzer Güterumgehung, wie sie im Folgenden genannt wird, die Rheinseite auf der ehemaligen Mainzer Kaiserbrücke bzw. heute Mainzer Nordbrücke, um Mainz weiträumig zu umfahren. Und getreu dem Motto 2 in 1 wird dieselbe Rheinbrücke auch als Verbindung zwischen Mainz und Wiesbaden genutzt, weshalb auf beiden Flussseiten jeweils kreuzungsfrei die Personenzüge ein- und ausfädeln können. Seit Umbauarbeiten am Mainzer Hauptbahnhof zweigen die Wiesbadener und die Züge der Rheinstrecke kreuzungsfrei zusammen, sodass parallele Ein- und Ausfahrten von Zügen beider Strecke möglich sind. In Mainz beginnt nebenbei auch die Nebenbahn nach Alzey. Aber die braucht uns gar nicht weiter zu interessieren, denn viel spannender ist der gleich folgende Mainzer Tunnel, der viergleisig ist. Und zwar nicht, wie das sonst bei viergleisigen Strecken häufig der Fall ist, in Form von zwei nebeneinander liegenden, unabhängigen und beidseitig befahrenen zweigleisigen Strecken, sondern zwei zweigleisige, aber jeweils nur in eine Richtung befahrene Strecken. Die östlich liegenden Gleise stellen die ältere, bereits seit 1884 bestehende Strecke dar. Wegen Schädigung durch säurehaltige Abgase musste der durchgehende Tunnel 1932 in zwei kleinere Tunnel aufgeteilt werden. Die beiden hier liegenden Gleise dienen ausschließlich Zügen in Richtung Mainz Hauptbahnhof. Westlich daneben liegt der 2004 eröffnete neue Mainzer Tunnel, bei dem es sich um einen durchgehenden Tunnel handelt. Hier fahren alle Züge, die vom Hauptbahnhof wegfahren, entlang. Es folgt kurz hinter dem Tunnelausgang der Bahnhof Mainz Römisches Theater. Dahinter trennt sich die Strecke dann auf. Die beiden äußeren Gleise führen weiter entlang des Rheins gen Süden Richtung Worms und Mannheim. Die beiden inneren Gleise hingegen biegen nach Osten ab und überqueren auf der Mainzer Südbrücke den Rhein. Die viergleisige Strecke samt der kreuzungsfreien Ein- und Ausfädelungen ermöglicht ein völlig unabhängiges Fahren von Zügen der Relationen Koblenz-Frankfurt und Wiesbaden-Mannheim. Voll verwendet wird diese Möglichkeit allerdings nur beim Anschluss zwischen RE2 Koblenz-Frankfurt und dem RE4 Frankfurt-Karlsruhe. Zumindest die Parallelfahrt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Römischen Theater wird darüber hinaus auch bei der Umsteigerverbindung zwischen den Fernzuglinien Hamburg-Stuttgart und Wiesbaden-Dresden eindrucksvoll genutzt. Die für uns weiter relevante Strecke in Frankfurt führt jetzt weiter über Gustavsburg nach Bischofsheim, weil die Strecke zwischen Gustavsburg und Bischofsheim wegen zahlreicher Güteranschlüsse sogar dreigleisig ist. In Mainz-Bischofsheim trennt sich die Strecke dann nach Frankfurt und weiter in Richtung Darmstadt auf, wobei bis auf die RB 75 der gesamte Personenverkehr weiter nach Frankfurt fährt. In Bischofsheim treffen dann auch fast alle Güterzüge der rechten und linken Rheinstrecke wieder zu uns, denn die Strecke nach Darmstadt fungiert im Rhein-Main-Gebiet als eine Art Güterring. So müssen also zahlreiche Güterzüge jetzt von den vorhin angesprochenen Abzweigen vom linken und rechten Rhein her zu uns geleitet werden. Die Züge von der rechten Rheinseite, die seit Wiesbaden-Ost mit den Zügen zwischen Wiesbaden und Frankfurt auf einer Strecke fahren, trennen sich von dieser Strecke nach Frankfurt am Abzweig Mainz-Kostheim und wechseln auf der Hochheimer Brücke die Mainseite. Um enge und steile Kurven zu vermeiden, fährt die Strecke an beiden Abzweigen eine kleine Schleife. Dieser Mainseitenwechsel wird auch von der S9 genutzt, weshalb von der Güterstrecke her in Mainz-Bischofsheim auch eines der Bahnsteiggleise erreicht werden kann. Außerdem gibt es vom Abzweig Mainz-Kostheim zur Vermeidung unnötiger Kreuzungen auch eine direkte Fahrtmöglichkeit von Kastell her auf die Strecke, ohne dann den Bogen voll auszufahren. Doch es müssen nicht nur die Züge der rechten, sondern auch die der linken Rheinstrecke nach Bischofsheim geführt werden. Nach der Überquerung der Mainzer Kaiserbrücke hätte man zwar die Möglichkeit gehabt, die Strecke mit der nach Kastell zusammenzuführen, aber da so eine enge Kurve entstanden wäre und die Güterzüge unnötig über die eh schon gut ausgelastete und vor allem auch innerorts verlaufende Strecke geführt worden wären, entschied man sich beim Bau der Umgehungsbahn auch den damals noch zu Mainz gehörenden Ortsteil Kastell zu umfahren.
Die Strecke führt dann in einem weiten Bogen um eben diesen Stadtteil herum und trifft dann am angesprochenen Abzweig Mainz-Kostheim, wo die Güterzüge vom rechten Rhein quasi mit aufgenommen werden. Auf die Frankfurter Strecke wechselt die Mainseite und erreicht dann eben Bischofsheim. Seit Dezember 2019 wird die Güterumgehung allerdings nicht mehr ausschließlich vom Güterverkehr genutzt, denn auch die beiden zweistündigen Linien RE4 und RE14, die seitdem von Mainz aus Nordmainz bis Frankfurt verlängert wurden, nutzen bis Kostheim diese Strecke. Die Güterumgehung ermöglicht es Zügen vom linken Rhein kommend, völlig unabhängig von den Zügen zwischen Wiesbaden und Frankfurt bis Bischofsheim zu verkehren. Auch die Einfahrt in den in Bischofsheim liegenden Güterbahnhof kann geschehen, ohne dass auf die aus Mainz kommenden Personenzüge Rücksicht genommen werden muss. Im Güterbahnhof werden die Züge dann auch aufgeteilt, denn auch wenn die meisten Züge nun auf der sogenannten Rhein-Main-Bahn in den Südosten weiterfahren, so gibt es trotzdem noch einen Teil, der nach Frankfurt weiterfährt. Sowohl die Rhein-Main-Bahn nach Darmstadt als auch die Mainbahn nach Frankfurt sind zweigleisig und werden ab dem Ende der Bahnanlagen von Bischofsheim gemischt von Personen- und Güterzügen befahren. Die Strecken aus Mainz und Wiesbaden nach Frankfurt führen dann auf direktem Wege dorthin und werden in diesem Video nicht weiter thematisiert, es sei auf das Video über den Bahnknoten Frankfurt verwiesen. Uns interessiert vielmehr die Rhein-Mainbahn, denn nur nach zwei Stationen gibt es in Groß-Gerau wieder Abzweigungen. Denn auf einer zweigleisigen Verbindungskurve können Züge von und zur Riedbahn nach Mannheim ab- bzw. einzweigen. Auch für die andere Richtung, sprich zwischen der Riedbahn und der Rhein-Main-Bahn gen Osten, gibt es eine Verbindungskurve, allerdings nur eingleisig. Alle Abzweige sowohl auf der Rhein-Main als auch auf der vielbefahrenen Riedbahn sind nicht kreuzungsfrei, was hin und wieder zu Konflikten zwischen verschiedenen Zügen führt. Der Personenverkehr nutzt die beiden Abzweigstrecken planmäßig nicht. Wir betrachten weiter die Rhein-Main-Bahn gen Osten fahrend. Als nächstes kreuzt die Strecke die Main-Neckar-Bahn. Hier gibt es keinen einfachen Abzweig, sondern wieder ein ziemliches Knotenwirrwarr. Zunächst einmal führt die Hauptstrecke, also die Rhein-Main-Bahn, gerade durch diesen sogenannten Darmstädter Knoten hindurch nach Darmstadt-Nord. Diese Durchfahrtsgleise sind rein dem Güterverkehr vorbehalten, denn die Regionalzüge der RB75 zweigen zum Darmstädter Hauptbahnhof ab, wechseln dort die Fahrtrichtung und kommen erst danach wieder auf die Rhein-Main-Bahn zurück. In etwa im 90-Grad-Winkel kreuzt im Darmstädter Knoten die Main-Neckar-Bahn Frankfurt-Heidelberg die Strecke, die allerdings in diesem Abschnitt aufgespalten mit bis zu 350 Metern Abstand zwischen den beiden Gleisen verläuft. Das hat den Grund, dass so die anderen Strecken kreuzungsfrei zwischen den beiden Gleisen einzweigen können. Wir folgen unserer Betrachtungsrichtung aus Mainz kommend. Zuerst passieren Züge hier die Abzweigstelle Stochschneise, wo pro Seite ein Gleis abzweigt. Das für von Mainz kommende Züge verläuft dann parallel zur Main-Neckar-Bahn in den Darmstädter Hauptbahnhof. Das Gleis der anderen Richtung verläuft nicht unabhängig von der Main-Neckar-Bahn, denn es zweigt erst am spätest nötigen Punkt von dieser ab. Letztgenanntes Gleis nutzt in der Regel auch nur der Güterverkehr, während das andere auch von der RB75 Richtung Darmstadt genutzt wird. Es gibt aber auch noch ein von der Main-Neckar-Bahn unabhängiges Gleis, welches am Abzweig Bergschneise abzweigt. Diese eingleisige Strecke ist theoretisch für beide Richtungen konzipiert, wird jedoch in der Realität fast ausschließlich für Regionalzüge von Darmstadt in Richtung Mainz benutzt. Dieses Gleis verläuft dann zwischen dem anderen Mainzer Gleis und der Main-Neckar-Bahn in den Darmstädter Hauptbahnhof. Es gibt aber natürlich auch Verbindungsgleise von und zur Rhein-Main-Bahn in die andere Richtung weiter nach Aschaffenburg, wobei diese zunächst nicht auf die Güterstrecke treffen, sondern als extra Gleise den Bahnhof Darmstadt-Nord erreichen. Jedes der beiden von Wiesbaden kommt in den Hauptbahnhof führenden Gleise ist mit einem der Aschaffenburger Strecke verknüpft. Genauso wie in Wiesbaden überkreuzt sich auch hier die Strecke, sodass ein unabhängiges Ein- und Ausfahren von Zügen der Relation Mainz-Aschaffenburg in beide Richtungen möglich ist. Und das Ganze auch noch unabhängig zur Main-Neckar-Bahn. Zumindest in der Theorie können in Darmstadt somit bei einem theoretischen Anschlussknoten Züge der Main-Neckar-Bahn sowie der Rhein-Main-Bahn in beide Richtungen fahrend völlig unabhängig voneinander ein- und ausfahren.
Doch die Realität sieht leider etwas anders aus, denn um Anschlüsse zwischen der RB75 und den Zügen der Main-Neckar-Bahn zu optimieren bzw. möglichst bahnsteigsgleich zu machen, sind die Gleisbelegungen im Darmstädter Hauptbahnhof größtenteils derart verschoben, dass doch wieder einige Kreuzungen entstehen. Selbstverständlich sind die Gleise der Rhein-Main-Bahn übrigens nicht im Darmstädter Hauptbahnhof zu Ende, sondern münden dann südlich des Bahnhofs auch in die Main-Neckar-Bahn, sodass Güterzüge eben kreuzungsfrei auf diese Strecke aufzweigen und weiter in Richtung Süden fahren können. Während in Darmstadt westlich der Gleise nur ein altes BW liegt, verläuft auf der rechten Seite zum einen eine eingleisige S-Bahn-Strecke und zum anderen liegt hier auch ein Güterbahnhof. Von Süden gelangt man dort problemlos von der Main-Neckar-Bahn aus hinein. Bei der Ausfahrt in Richtung Norden ist es wegen den drei Strecken, auf die man fahren kann, etwas komplexer. Zum einen gibt es eine eingleisige Verbindungskurve nach Darmstadt Nord auf die dortigen Güterzuggleise. Da es dorthin keine andere Verbindung gibt, müssen alle Güterzüge, die von der Main-Neckar-Bahn Richtung Aschaffenburg weiterfahren, beziehungsweise von Aschaffenburg auf die Main-Neckar-Bahn fahren, über diese eingleisige Strecke und durch den Darmstädter Güterbahnhof fahren. Für die Züge auf den Strecken nach Mainz und Frankfurt ist die Fahrt über den Güterbahnhof nur notwendig, wenn eben betriebsbedingt im Güterbahnhof gehalten werden muss. Dafür sind diese Strecken dann aber auch nicht kreuzungsfrei, denn es muss die S-Bahn gekreuzt werden und, sofern man Richtung Mainz weiterfahren möchte, auch die Main-Neckar-Bahn gekreuzt werden. Wenn Züge aus Richtung Mainz oder Frankfurt in den Güterbahnhof fahren möchten, müssen diese sogar ab dem Abzweig Stockschneise bzw. Darmstädter Heiligen im Gegengleis fahren. Als letzte Verbindung hier im Darmstädter Knoten gibt es noch eine eingleisige Strecke zwischen Aheiligen und Darmstadt Nord, die es eben Zügen, die von Frankfurt kommt, ermöglicht, auf die Rhein-Main-Bahn Richtung Osten weiterzufahren. Zur Ermöglichung durchgehender Züge von Frankfurt in den Odenwald ist von der ursprünglich nur für Güterzüge vorgesehenen Verbindungskurve seit 2005 auch Eingleis des Personenbahnhofs Darmstadt Nord erreichbar. Seitdem wird die Kurve, auf der tatsächlich meist nur ein geringes Güterzugaufkommen zu verzeichnen ist, alle 2 Stunden von der RB 82 Frankfurt-Erbach genutzt. Im Personenbahnhof Darmstadt Nord trennen sich jetzt die Strecken in den Odenwald und nach Aschaffenburg auf. Die Strecke nach Aschaffenburg verläuft bis Kranichstein parallel zur Güterzugstrecke, denn erst nach dem dortigen Güterbahnhof verzweigen beide Strecken miteinander und führen dann wieder als eine zweigleisige Strecke weiter über Dieburg und Babenhausen gen Aschaffenburg. Die Dreieichbahn in Dieburg und die Odenwaldbahn in Babenhausen zweigen ohne nennenswerte Knotenbauwerke und ohne Relevanz für den Gesamtverkehr im Rhein-Main-Gebiet ab, weshalb sie wie viele andere Abzweigstrecken in diesem Video nicht thematisiert werden. Kurz vor Main-Aschaff, also kurz vor Aschaffenburg, beginnt dann eine Art Gleisdreieck zwischen den Strecken nach Darmstadt, Hanau und Würzburg. Dabei sind alle Verbindungskurven zweigleisig und nicht kreuzungsfrei. Die aus Hanau einzweigende Main-Spessart-Bahn und die Rhein-Main-Bahn fahren dann das letzte Stück bis Aschaffenburg Hauptbahnhof parallel zueinander und verzweigen erst in bzw. hinter diesem Bahnhof. Die Main-Spessart-Bahn führt dann von Aschaffenburg aus weiter in Richtung Gemünden und Würzburg. Der vielbefahrene Teil des Frankfurter Güterrings ist hier zu Ende. Der Teil der Züge, die weiterhin Frankfurt umfahren müssen, da sie zum Beispiel auf die Kinzigtalbahn oder Main-Weserbahn möchten, fahren ab dem Dreieck dann auf der Main-Spessart-Bahn Richtung Hanau weiter. Hier kann man allerdings nur schwer von einem Ring sprechen, denn anders als zum Beispiel die Rhein-Main-Bahn verläuft die Main-Spessart-Bahn nicht tangential zum Frankfurter Knoten, sondern darauf zu. Außerdem teilt sich hier der Güterverkehr die Strecke mit vielen Fern- und Regionalzügen. Erst in Großkrotzenburg bekommen dann die Güterzüge wieder eigene Gleise, die sich dann ein Stück von der Personenstrecke entfernen. Die Personenstrecke trifft dann auf den Hanauer Hauptbahnhof, genauer gesagt auf die Südseite. Parallel liegt die Nordseite des Hauptbahnhofs an der Kinzigtalbahn aus Fulda. Nordwestlich des Bahnhofs kann man dann zwischen den beiden Strecken wechseln. Kreuzungsfrei sind aber nur die Aus- und Einfahrten auf der Nordseite. Wechselt man die Strecke nicht, so fährt man von der Südseite kommend nordmainisch über Maintal nach Frankfurt und von der Nordseite kommend südmainisch über Offenbach nach Frankfurt. Von der Südseite aus fahren die Linien RE55 und RE85 sowie die meisten Fernzüge südmainisch. Während der RE54, die RB58, der RE59, ein Teil der Fernzüge und der gesamte Güterverkehr nordmainisch fahren. Von der Nordseite hingegen
fahren außer der ICE-Linie 13 Berlin-Frankfurt Flughafen und dem Güterverkehr in der Regel alle Züge südmainisch. Die vorhin in Großkreuznburg abgezweigte Güterstrecke wendet sich jetzt in Richtung Kinzigtalbahn. Es folgt der Abzweig Hanau-Rauschwald, von dem aus man zum einen nach Hanau-Wolfgang auf die Kinzigtalbahn, zum anderen auf die Strecke nach Friedberg weiterfahren kann. Diese Friedberger Strecke hat natürlich auch eine Anbindung an den Hanauer Hauptbahnhof, sodass sich in Rauschwald gleich vier Strecken treffen. Die Strecke zum Hauptbahnhof führt dann zur Südseite, auch wenn der Personenbahnsteig der dort verkehrenden RB 49 näher an der Nordseite liegt. Betriebstechnisch gehört er dennoch zur Südseite. Die Strecke Hanau-Friedberg ist dann auch der letzte Teil des Frankfurter Güterrings, der dann über Bruchköbel und Nidderau zur Main-Weser-Bahn nach Friedberg führt. Hier verkehrt wie auch auf der Rhein-Main-Bahn parallel zum Güterverkehr nur eine Regionalbahnlinie, in diesem Fall die RB 49. Und jetzt, wo wir den Knoten so detailliert analysiert haben, stellen wir uns den spannenden Fragen, wo denn jetzt die ganzen Güterzüge langfahren und wie Personenzüge umgeleitet werden können. Die planmäßigen Laufwege der Personenzüge sind in diesem Fall entweder banal oder wurden im Laufe der bisherigen Vorstellung in diesem Video bzw. beim Bahnknoten Frankfurt Video bereits vorgestellt. Nun aber los zum Güterverkehr. Im Folgenden werde ich auch hin und wieder Erfahrungswerte für die Auslastung der einzelnen Strecken nennen. Es sei aber gesagt, dass diese zum einen auf meinen persönlichen Erfahrungen basieren und zum anderen selbstverständlich auch variieren können. Beginnen wir jetzt aber die Vorstellung. Vom rechten und linken Rhein kommen meist ca. 2 bis 4 Güterzüge pro Stunde und Strecke, von denen die meisten weiter nach Bischofsheim fahren. Ein Teil der Züge fährt weiter in Richtung Worms, wobei dann nicht über den Ring gefahren werden kann, sondern durch den Mainzer Hauptbahnhof gefahren werden muss. Dort fahren jedoch meist nicht mehr als 2 Güterzüge pro Stunde. Ein Teil von diesen kommt auch nicht von der Rheinstrecke, sondern über den Ring aus Bischofsheim. Von den insgesamt jetzt ca. 4 bis 8 Güterzügen, die am Abzweig Kostheim zusammentreffen, fährt ein kleiner Teil, aber meist höchstens ein Zug pro Stunde weiter gen Frankfurt-Höck und durch den Frankfurter Knoten, während alle anderen weiter nach Bischofsheim fahren. Von dort aus fahren ca. 4 bis 6 Güterzüge pro Stunde weiter auf die Rhein-Main-Bahn und meist etwa einer ebenfalls nach Frankfurt. Von der Rhein-Main-Bahn zweigen dann in Groß-Gerau etwa so viele Güterzüge auf wie ab, sodass auch zwischen Groß-Gerau und Darmstadt in etwa 4 bis 6 Güterzügen pro Stunde gerechnet werden kann. Auf der Riedbahn südlich von Groß-Gerau-Dornberg verkehren meist 1 bis 3 Güterzüge pro Stunde. Auch hier fährt ein kleiner Teil weiter in Richtung Frankfurt. Hier kann aber mit ca. einem Zug pro Stunde mehr oder weniger festgerechnet werden, genauso wie auf der Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Frankfurt. Südlich von Darmstadt fahren auf der Main-Neckar-Bahn meist 2 bis 4 Güterzüge pro Stunde. Auf der weiterhin nach Aschaffenburg führenden Rhein-Main-Bahn ist nach meinen Erfahrungen eine leicht geringere Auslastung als auf dem Westabschnitt zu verzeichnen, also etwa 3 bis 5 Güterzüge pro Stunde. Von diesen fährt dann etwa die Hälfte auf die Main-Spessart-Bahn nach Gemünden weiter. Die verbleibenden 1 bis 3 Züge pro Stunde biegen ab in Richtung Hanau. Da die Rhein-Main-Bahn für Züge, die von der Main-Spessart-Bahn kommen, in keine Richtung einen wirklichen Umweg im Vergleich zur Fahrt über Frankfurt darstellt, ist die Anzahl der Güterzüge, die von der Main-Spessart-Bahn gen Hanau weiterfahren, relativ gering und liegt somit bei höchstens einem Zug pro Stunde, der dann entweder weiter nach Friedberg oder Frankfurt fährt. Zwischen Frankfurt und Hanau sind insgesamt meist 1 bis 2 Güterzüge pro Stunde zu beobachten, die alle nordmainisch fahren. Ebenfalls 1 bis 2 Güterzüge pro Stunde trifft man auch sowohl auf der Strecke nach Friedberg als auch im Kinzigtal an. Zuletzt gibt es noch einen Güterverkehr von etwa 0 bis 1 Zug pro Stunde zwischen Friedberg und Frankfurt. Zusammengefasst sei also jedem Güterzugfotograf im Rhein-Main-Gebiet vor allen Dingen die Rhein-Main-Bahn empfohlen. Doch es gilt natürlich keine Regel ohne Ausnahme, denn schließlich kann der Zugbetrieb auch plötzlich ganz anders aussehen. So fahren zum Beispiel nachts auf den Relationen, auf denen der Güterring ein großer Umweg ist,
etwas mehr Züge über Frankfurt. Außerdem kommt es auch immer wieder zu baubedingten Änderungen. Die häufigsten Szenarien sind zum Beispiel eine Baustelle auf einer der drei Strecken in Mannheim, wobei der Güterverkehr dann jeweils auf die anderen Strecken verlagert wird. Auch auf der Rhein-Main-Bahn können jedoch Streckensperrungen vorkommen, wie sie zum Beispiel in den hessischen Osterferien 2019 auf dem Westabschnitt oder in den hessischen Sommerferien 2019 auf dem Ostabschnitt der Fall waren. Dann fahren die Züge immer über Frankfurt. Dass für die Güterzüge in Frankfurt normalerweise kein Platz ist, beweist aber zum Beispiel die Tatsache, dass bei der Sperrung des Westabschnitts die meisten Züge nicht etwa komplett, sondern nur zwischen Wiesbaden und Frankfurt umgeleitet wurden und anschließend wieder über die Main-Neckar-Bahn nach Kranichstein und weiter auf der Rhein-Main-Bahn fuhren. Außerdem mussten in dieser Zeit nur wegen den Umleiterzügen die S1-Zwischentakte zwischen Hochheim und Frankfurt höchst ersatzlos ausfallen. Auch deshalb wurden bei diesen Sperrungen auch einige Züge, die auf der Relation Köln-Würzburg verkehren, weiträumig über Siegen, Gießen, Friedberg und Hanau nach Aschaffenburg umgeleitet. Bei einer Sperrung des Ostabschnitts der Rhein-Main-Bahn ist eine Teilumleitung nur zwischen Frankfurt und Aschaffenburg wegen einer fehlenden Gleisverbindung im Darmstädter Knoten nicht möglich. Großes Problem bei diesem Umleitungskonzept ist außerdem das Verbot von Gefahrguttransporten über Frankfurt Süd, sodass Züge mit solchen Wagen dann zu sehr schrägen Laufwegen kommen können, wie hier gerade dargestellt, aufwendige Richtungswechsel in Friedberg übrigens inklusive. Es kann aber nicht nur zu Streckensperrungen im Rhein-Main-Gebiet selbst, sondern auch auf dessen Zulaufstrecken kommen. Bei Sperrungen an der Rheinstrecke steigt zum Beispiel auch der Verkehr auf der Relation Friedberg-Aschaffenburg aufgrund der vorhin schon einmal angesprochenen weiträumigen Umleitung über Siegen. Wenn auf der Strecke Friedberg-Aschaffenburg plötzlich 3 bis 5 Güterzüge pro Stunde anzutreffen sind, dann ist das wiederum ein Indiz dafür, dass die Nord-Süd-Strecke zwischen Eichenberg und Gemünden eine Sperrung vorzuweisen hat, da die Züge dieser Strecke dann über Kassel und die Main-Weser-Bahn umgeleitet werden. Natürlich kann es auch zusätzlich zu diesen bekanntesten Umleitungsszenarien auch noch weitere Möglichkeiten geben und auch die Anzahl der Züge, wie ich sie eben für die einzelnen Strecken vorgestellt habe, kann selbstverständlich sowohl ins Positive als auch ins Negative zum Teil stark variieren. Auch für den Personenverkehr hält das Rhein-Main-Gebiet einige Umleitungen in petto, die dann meist bei Störungen oder eben auch bei Bauarbeiten genutzt werden. Ein echter Klassiker sind planmäßig über die Riedbahn verkehrende Fernzüge, die über die Main-Neckar-Bahn umgeleitet werden. Ebenso kann aber auch der umgekehrte Fall vorkommen, genauso wie auch Züge der Strecke Mainz-Mannheim über Worms und die Riedbahn umgeleitet werden können. Letztere Umleitung hat aufgrund dessen, dass die Riedbahn im Gegensatz zur Regelstrecke für 200 km/h ausgebaut ist, meist nicht einmal einen Zeitverlust zur Folge. Es kann aber auch vorkommen, dass zum Beispiel eine Störung zwischen Darmstadt und Frankfurt vorliegt. Dann wird meist ein Teil der Züge zunächst über die Rhein-Main-Bahn nach Groß-Gerau-Dornberg und anschließend weiter nach Frankfurt umgeleitet. Hierfür ist ein Richtungswechsel in Groß-Gerau-Dornberg notwendig. Auch die Rhein-Main-Bahn kann ab und an gesperrt sein, wodurch dann manchmal RB75 Züge über Frankfurt umgeleitet werden. Dies geht aber nur bei einer Sperrung auf dem Westabschnitt. Bei einer Sperrung auf dem Ostabschnitt gibt es keine für den Nahverkehr sinnvolle Umleitung. Der Ostabschnitt selbst ist allerdings auch eine mögliche Umleiterstrecke, denn bei Störungen oder Bauarbeiten zwischen Frankfurt und Aschaffenburg werden die Züge des Fernverkehrs und je nach Art der Beeinträchtigung auch ein Teil der Regionalzüge über die Rhein-Main-Bahn umgeleitet. Eine ebenfalls, gerade in Anbetracht des laufenden viergleisigen Ausbaus zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel häufig genutzte Umleitung, ist die von Zügen zwischen Frankfurt und Friedberg über Hanau. Das waren jetzt die häufigsten und damit auch wichtigsten Umleitungsverläufe im Rhein-Main-Gebiet. Doch natürlich sind auch viele weitere möglich und in der Vergangenheit schon vorgekommen. Ich wäre jetzt allerdings am Ende dieser Dokumentation angekommen und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Für den kommenden Monat erwäge ich, euch einmal die geplanten Änderungen des hessischen Zugverkehrs im Deutschlandtag 2030 vorzustellen.
Da ich jedoch nicht sicher bin, ob euch das wirklich interessiert, bitte ich euch in der Infocard oben rechts einmal darüber abzustimmen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.